So, hallo Freunde. Und zwar zeige ich euch jetzt, weswegen wir die Wolle gebraucht haben. Einmal hier wegen. Ja. Einfach mal schöne Wege gemacht. Da vorne auch. Einfach mal Teppich drauf gemacht. Angeblich hilft das auch, dass hier keine Mobs mehr spawnen. Zu sehr. Das ist bestimmt von oben drüber. Oben drüber ist ja noch alles voll. So, des Weiteren haben wir unten schon mal angefangen mit der Gleistechnik. Oh, wenn wir raus können. Ja, ist gerade hell. Schön. Mit der Gleistechnik. Zap. Hier haben wir das auch unterteilt. Einmal in Blau und Rot. Und hier haben wir auch ganz viel Wolle verbraucht. Ist aber nicht schlimm. Und zwar ist die rote Linie die Linie, die noch richtig hauen? Nee. Die noch sortiert werden muss. Also wo noch nicht klar ist, wo die hin will. Und die gelbe Linie da vorne, zum Beispiel die gelbe, das ist die Ankunftslinie. Das heißt, diejenigen, die irgendwo hin wollen, ankunftsmäßig und nicht zurück. Da werden wir die Sortierung reinmachen. Und dann werden wir nachher die rote Sortierung für den Rückweg noch nutzen. Also alles, was dann zurück ist, ist ja sozusagen noch nicht sortiert. Hier entscheidet sich das. Das müssen wir dann hier noch reinmachen. Alles, was hier Hauptbahnhof hat. Im Moment habe ich da, glaube ich, weiße Wolle drin. Ja. Um das auszuprobieren. Ja, also wenn hier jemand jetzt in Minecart rüberfährt mit weißer Wolle, zack, bringt die Weiche um. Die fährt dann hier rum. Die springt nachher wieder zurück. Seht ihr? Einfach so rein. Das Minecart fährt hier lang. Nimmt sich das Ding. Nimmt sich hier wieder den Hauptbahnhof mit. Soll der das? Eigentlich nicht. Der dann bei der nächsten Sortierung wieder hier vorbeikommt, auf dem Rückweg, und dann wieder hier reinfahren würde. Okay, da muss ich nachher nochmal überlegen, ob wir das, wie wir das machen möchten. So, das, was wir heute machen, ist der andere Weg. Das heißt, wenn der nicht, wenn er nicht auf dem Hinweg ist, sondern auf dem Rückweg ist. Ja, da brauchen wir also ganz klar noch. Ich mach da mit der Hand. Da brauchen wir noch ganz klar noch mehr Möglichkeiten. Hier können wir eigentlich schon die Sortierung reinmachen. Das ist immer so relativ schwierig. Immer noch eine weitere. Ich finde das immer relativ schwierig. Habe ich noch eine normale Schiene mit? Habe ich nicht. Warte mal, wir machen hier auf jeden Fall mal eine Hilfslinie. Und da oben bin ich gekommen eben, ne? Zack. Zack. Ja, perfekt. Wir gehen uns eben noch eine normale Schiene holen. Die haben wir nämlich vergessen. Hoffe, ich habe hier eine. Dann machen wir nämlich Stück für Stück die anderen Sachen da rein. Wir machen noch eine zusammen, damit ihr das auch. Eine? Nur eine? Ja, okay. Ich laufe jetzt nicht den ganzen Weg wieder zurück bis zum Haus. Warte mal, aber da hatten wir doch auch einen Metallbarren, ne? Hat man hier nicht auch Metallbarren? Ja, guck mal. Das reicht, ne? Das reicht. So. E. So, zack. Jetzt kommt wieder der typische. Ich mach das immer mit dem Buch. Mach das immer mit dem Rezeptbuch. Ohne Rezeptbuch würde ich wahrscheinlich blöd dastehen. Ich habe da keine Ahnung. So ein bisschen weiß ich das, aber so ganz genau weiß ich das nicht. Also abbiegen, poing. Komm ich jetzt hier lang? Nee. Das reicht. Zack. So, perfekt.
Also hier müssen wir einen Trichter hinmachen. Der Trichter sollte, wenn möglich, nach dahin zeigen. Warte mal. Es ist nicht so einfach, ne? Also alles, was hier in der Luft ist, ist nicht so einfach. Nach hier hin zeigen, ne? Das heißt, wir machen das so. Der kann jetzt erst einmal weg. So, jetzt müssen wir runtergehen. Oder? Ja, am besten machen wir das von weiter weg, dann geht das leichter. Das von oben, ne? Liebst du mir immer von unten, warte mal. Von unten geht das wesentlich schöner. Ich krieg die jetzt wieder nicht dran gesnappt. Wenn ich jetzt da runterspringe, bin ich bestimmt tot. Das Ding habe ich auch von unten gemacht, da habe ich auch die ganze Zeit. Oh. Ja, aber das geht jetzt, oder? Das geht. Ah, das geht easy. Easy. Dann machen wir uns hier eine kleine Hilfstreppe. Ja. Oh. Sind wir schon da? Na fast. So, das reicht. Achso, nee, das brauchen wir noch. Zack. So, einmal. Das war eigentlich sogar schon zu hoch im Moment. So, da. So. Für diejenigen, die sich ein bisschen mit Redstone und Schaltungen auskennen, die wissen schon, was passiert. Das passiert mir so häufig. Wenn ich immer mal wieder ein bisschen runterfall. So. Zack, zack. Zack. So, der kommt weg. Wow. Eieieiei. Ach so. So, da unten müssen wir noch so ein Ding reinsetzen. Hier müssen wir jetzt den Komparator reinsetzen. Ein bisschen Reds. Ich bin so doof, ne? Oh. Ja. Ach, das geht ohne. Oh, cool. Na, es geht ohne. Das ist ja super. So. Hier kommt so dahin. Gott, jetzt müssen wir vorne noch die Lampe dran machen, ne? Ah, das geht so. Perfekt. Achso, da fehlt noch eine. Da fehlt noch eine, noch ein Trichter. Noch ein Trichter. So, zack, zack, zack. Am besten, ich nehme jetzt mal weiße Wolle zum Helfen. Ach so, ich habe die Dinger eh alle in weißer Wolle gemacht, ne? Ja, das ist natürlich jetzt doof, ne? Ich würde das schon einheitlich haben. Okay, nochmal Kommando zurück. Aber ist jetzt nicht so wild. Solange ich jetzt hier nicht. Oh, ich dachte schon, runterfall, ist das nicht so wild. Geht ja nichts verloren. Ja, nicht dran. Komm ich von unten ran? Ja. Okay. Alles halb so wild. Weil ich mag es nicht, wenn es unterschiedlich ist und dann ist übersichtshalber nachher besser. So. Weiße Wolle. Achso, ich muss da ja noch drauf können. So, was müssen wir haben? Ein Verstärker. So.
So, da müssen wir jetzt einen Kondensator bauen. Jetzt muss ich wieder überlegen. Ich glaube, so rum. Richtig? Wie kann man das jedes Mal vergessen? Schlimm. So, weiße Wolle da drauf. So. Zack. 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 Da gehen wir jetzt wieder dahin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da sind wir schon. So, da wird unsere Weiche sein. So, das können wir hier schon mal einzeichnen. So. Okay. So, perfekt. Und darunter geht es dann weiter. Im Prinzip zur nächsten. Eigentlich können wir direkt, wir müssen ein bisschen sparen, ne? Nein! Aua! Aber jetzt müssen wir erst was essen. Ich hab nichts mit. Oh Gott. Ich darf nicht nochmal fallen. So eine Scheiße. Okay. Oh nee. Wir verbauen uns gerade alles. Bitte, und deswegen mache ich das immer. Deswegen dauert es bei mir immer so lange, ehe wir so was fertig haben. So. Am besten den direkt. Den. Und dann kommt hier nämlich als nächstes direkt wieder noch einer. Zack. Das reicht schon. So, wir machen jetzt hier ein Redstone-Kabel. 3, 4, 5. Sollen wir da eine kaputt machen? Dann machen wir zwei kaputt. So. 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen hier jetzt. Der wäre jetzt sortiert. Jetzt wäre natürlich die Frage, was das für eine Sortierung wäre. Wir könnten hier. Weiße Wolle haben wir nicht. Gelbe Wolle. Blaue Wolle. Eichenstamm. Eichenbretter waren denn. Ich glaube, bei uns waren doch. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, bei uns im Haus ist Eiche drin, ne? Das heißt, wir könnten das jetzt. Ups, vorsichtig. So machen. Ja, dann geht's da im Prinzip dann runter, ne? So, von da aus geht's dann runter. Runter. So, das heißt, dann machen wir hier sowas hin. So, mal eben ausprobieren. Ich standardmäßig in die Richtung. Das ist schlecht. Standardmäßig in die Richtung ist schlecht. Das heißt, die würden standardmäßig immer abfahren. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen hier was machen. Standardmäßig an ist. Und dann zwischenzeitlich mal kurz aus ist. So, da kommt dann. Achso, nee, das ist ja falsch. Warte mal, das ist Denkfehler. Denkfehler. So. Genau, hier kommt dann ein Dingens hin. Alles gut. Richtig. Den setzen wir dazwischen. Den machen wir so. Muss noch vorsichtig nach unten gehen. Achso, den haben wir jetzt benutzt. Das war tief. Aber alles gut. So. Standardmäßig, zack. Ist zu tief. So. Jetzt gehen wir kurz gucken. Ja, jetzt stimmt's. Standardmäßig fährt er jetzt geradeaus. Wenn wir jetzt. Hier müssen wir jetzt noch so was hinmachen. Vielleicht nicht. Der tiefer? Nee, ist nicht.
Eieieiei, es ist gar nicht so einfach. Oh, ich dachte, jetzt falle ich runter, jetzt bin ich tot. Leben am Limit. Normalerweise mache ich das viel langsamer. Dann lasse ich mir mal Zeit, höre ein bisschen Musik dabei und so weiter. Aber das wäre für hier nichts. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, der soll letztendlich gleich nach rechts rumgehen. Das heißt, okay. Ich fühle mich fast hier wie bei Bed Wars. Dass man hier irgendwie was machen kann. Apropos Bed Wars, ich habe eben Bed Wars gesehen, deswegen komme ich da drauf. Moment, die triggert den doch dann, ne? Warte mal. So. Muss meine Spitzhacke haben. Nicht hinterher springen. Mach alles, aber nicht hinterher springen. Scheiße, das funktioniert nicht. Weil der triggert den doch. Ne, ach nee, da ist noch ein Block zwischen. Da ist noch ein Block zwischen. Okay, dann passt es. Au! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, dann probieren wir das eben einmal kurz aus. Ob das so funktioniert, das können wir ganz leicht ausprobieren. Die Dummies müssen wir dann später eh wieder füllen mit was anderem. Einmal ausprobieren. Das funktioniert noch nicht. Weil der Strom kriegt. Achso, nee, weil der keinen Strom kriegt. Na, richtig. Ja. So, jetzt ist die Fackel drauf, jetzt funktioniert's. So. Mal ausprobieren. Funktioniert. Perfekt. Aber noch nicht so richtig. Warte mal, es war ja viel zu schnell jetzt. Ja, der Kondensator ist falsch. Den machen wir schnell andersrum. Dann sind wir schon fertig. Ausprobieren. Das reicht. Wir könnten den noch eins länger machen. Aber prinzipiell funktioniert es so, wie es ist. Ja, dann sage ich einfach, danke fürs Zuschauen. Ich mache hier weiter. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ist das richtig? Nein. So, perfekt. Alles klar. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.